Hey ihr Lieben, der Sommer ist jetzt vorbei und ich dachte mir, es passt perfekt, wenn ich euch mal meine Lieblingsjacken zeige für die kälteren Tage. So, wir starten direkt mit einer meiner Lieblingsjacken, und zwar der Lederjacke. Und dieses Jahr sind sie auch in Kombination mit Fake Fur, weil Fake Fur ist auch noch ein sehr, sehr großes Thema. Ich mag es auch sehr gerne. Und wenn sie bunt sind, dann ist das auch auf jeden Fall nochmal ein Eyecatcher. Rot ist es bei dieser Jacke. Und das ganze Styling wurde ein bisschen von der Jacke natürlich beeinflusst. Ich wollte es rockig haben und habe mich dann für ein Bandshirt von KISS entschieden. Und ich fand es ganz cool, weil hier das Rote einfach nochmal aufgegriffen wird. Für untenrum habe ich mich dann einfach für eine Skinny entschieden. Und das vielleicht ein guter Tipp für euch, wenn ihr obenrum doch etwas oversized unterwegs seid, dann bleibt auf jeden Fall untenrum schmal, sonst wirkt das ganze Outfit ein bisschen zu sackig oder ihr wirkt sogar kleiner, als ihr eigentlich seid. So, mit dem, unauffällig hört es aber spätestens bei meinen Schuhen auf, weil die sind alles andere als unauffällig. Das sind Glitzernieten, ich finde die sehr, sehr cool. Es greift auf jeden Fall das KISS-Thema nochmal auf, weil Glamrock, und rundet das ganze Outfit ab. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr eher auf unauffälliges Schuhwerk steht, derbe Boots wählen. So, meine zweite Jacke ist die Tweedjacke, und das ist auf jeden Fall eine Jacke, die ich schon richtig kombinieren muss, damit sie mir gefällt. Weil eine Tweedjacke ist eher sehr schick, elegant und wirkt sogar ein bisschen spießig vielleicht. Und deswegen arbeite ich da auf jeden Fall immer mit Stilbrüchen und setze Kontraste. Also alles, was so im Gegensatz zu diesem Eleganten, zu diesem Schicken steht, passt auf jeden Fall dann zum Styling. Wie zum Beispiel ein Lederrock finde ich als Material auf jeden Fall sehr, sehr schön zu einer Tweedjacke. Also so im Materialmix. Und Doc Martens habe ich jetzt dazu mal angezogen. Es hätten natürlich auch höhere Schuhe sein können, aber dann wäre der Bruch nicht so groß. Und so ist es auf jeden Fall lässig und ich fühle mich wohl drin. So, für Look Nummer 3 habe ich mir mal diesen geilen Trenchcoat hier geschnappt. Wie ihr sehen könnt, ist der kariert, nicht langweilig klassisch beige, sondern der macht schon ein bisschen was her. Und weil der Trenchcoat so ein Hingucker ist, wollte ich das ganze Styling drumherum etwas schlichter lassen. Habe mich da für eine Jeanshose, ein Basic-Shirt in Weiß und einfach weiße Sneaker entschieden. Und wer das Ganze doch ein bisschen eleganter, ein bisschen schicker haben möchte, der tauscht einfach die Schuhe gegen High Heels oder ja, Absatzschuhe allgemein aus. Und man hat das Ganze ein bisschen eleganter. Und mein Rucksack hier, der rundet nochmal alles schön ab, ja, macht das Ganze schön chillig und casual. Und das Geile an diesem Rucksack ist, ihr könnt es sowohl als Rucksack als auch als Handtasche tragen. So, und wenn ihr noch mehr Jacken sehen möchtet, dann klickt auf jeden Fall mal in das Video in der Infobox. Und ansonsten, wenn ihr sagt, nein, noch mehr zum Karo-Muster, habe ich euch hier ein Video verlinkt. Klickt da gerne rein, abonniert den Channel und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder, hoffentlich.